Ja, moin moin und willkommen zurück bei Let's Play Gothic. In der letzten Folge sind wir hier irgendwo im Nirgendwo angekommen und auf Milton gestoßen, der gerade von einem Bluthund angegriffen wurde. Dann haben wir uns ein bisschen mit dem unterhalten und müssen jetzt zusammen mit Milton in irgendein Stonehenge-Untergrund-Ruft-Ding. Deswegen habe ich auch hier noch den Menübildschirm drin, weil Milton schon losläuft. Und das wollen wir jetzt mal gemeinsam machen. Nach dem Intro. So, Milton, dann zeig uns mal den Weg. Da sehe ich ja schon eine Pflanze. Hier sind wir. Der Stollen hier führt direkt in die Gruft. Dann statten wir den Wächter mal einen Besuch ab. Achso, jetzt übernehme ich wieder die Führung, okay. Milton hat uns eine Spruchrolle gegeben, fällt mir gerade noch ein. Die brauchen wir vielleicht. Das müsste die hier sein, Untote vernichten. Mana kosten 5. Legen wir uns mal auf die 4, aber ich würde gerne mal probieren, ob wir diesen Wächter nicht auch ohne schaffen. Skelette. Okay, Skelette machen auf jeden Fall schon mal Schaden. Allerdings nicht zu viel. Können wir uns mal kurz heilen. Speichern. Und dann ist das da hinten vermutlich der Wächter. Der Asgard. Aber ja, wir machen dem Schaden. Das passt schon. Der macht uns aber auch gewaltig viel Schaden. Das war laut. Bringt aber auch eine Menge Dings. Sehr gut. Du hast den Talisman. Hier, nimm ihn. So war unsere Abmachung. Danke, mein Freund. Ich vergesse niemanden, der mir geholfen hat. Du hast was gut bei mir. Ich gehe zurück ins alte Lager. Vielleicht sehen wir uns dort. Erfahrung, meinte ich. Elixier magischer Energie, Fokus und Stonehenge. Diese Truhe ist entweder leer oder verschlossen. Sie war verschlossen. Dietriche, Bier, ja, Pfeile, jede Menge Erz und ein paar Tränke. Das ist gut, weil so langsam geht unser Fleisch zur Neige. Was sehr okay ist, weil ich kann dann endlich auf Tränke umsteigen. Hier ist auch nichts, also hier ist auch verschlossen. Mit der gleichen Kombination und ähnlichem Inhalt, aber weniger. Gut. Naja, hier, das können wir nochmal mitnehmen. Den ganzen Skelettschrott. So, und dann schauen wir uns doch hier mal erstmal beim Stonehenge noch ein bisschen um, ob es hier vielleicht noch irgendwas anderes gibt. Weil jetzt streifen wir sowieso anscheinend durch die gesamte Kolonie. Da können wir auch mal gucken, ob wir irgendwie noch was Cooles finden oder ob wir irgendwelche Tiere finden, die wir kaputt schlagen können. Oder irgendwelche Monster. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Weil wir hatten zwar gerade erst ein Level up, aber wir brauchen ja auch noch mindestens 3 weitere für den Zweihandkampf. Hier sieht es mir verdächtig nach Monster aus. Schauen wir mal. Hier liegt auf jeden Fall erstmal sehr viel Gedöns rum. Nö, hier ist nix. Und dann? Er ist nicht mehr aufgeschlossen. Dietrich, Bier, Pfeil, bisschen Erz, okay.
Nichts Spannendes oder Wichtiges, aber immerhin etwas. Oh, da ist ein Schattenläufer, das ist gut. Ja, dann können wir mal testen, wie viel Schaden der uns macht. Zieh mal deine Waffe. Komm mal her. Ja, das hält sich aber wirklich in Grenzen. Das ist gar kein Problem. Jetzt bin ich aber gerade am Überlegen. Ich glaube, wir schauen uns hier nochmal ein bisschen um. Weil hier scheinen ja noch so ein paar Gegner zu sein. Schwert können wir eigentlich auch mal gezogen lassen. Neue Pflanzen, ja komm. Alles egal eigentlich. So, hier waren wir. Dann gibt es nur noch diesen Weg hier nach unten. Da sind ein paar Scavenger. Die kann man noch mal kurz mitnehmen. Können wir hier einfach... Gut. Können wir einfach durchlaufen durch die Scavenger. Ja, die Pflanzen hier, ich lasse das jetzt alles liegen. Die Varane können anscheinend auch einfach durchlaufen. Das ist sehr gut. Hier gut fliegen. Sind ja auch kein Problem. Da vorne sind noch mehr und ein Lurker ist da auch. Warum eigentlich Lurker? Lurken die oder warum heißen die so? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also wir könnten jetzt eigentlich... Ja, wisst ihr was, das machen wir jetzt auch. Wir schwimmen einfach mal hier kurz über den See. Wir machen das aber hier mit Geschwindigkeit. Weil nachdem wir den Auftrag von Saturas bekommen haben, könnten wir eventuell vielleicht doch jetzt die Schwere... Rüstung auch kriegen. Das würde ich gerne nochmal schnell ausprobieren. Weil wenn wir die kriegen, dann kann uns eigentlich von den ganzen Monsterviechern nichts mehr gefährlich werden. Ich meine, es ist eh schon schwierig, dass uns noch irgendwas gefährlich wird, aber dann wird es definitiv nicht mehr passieren. Das ist nur wirklich nicht mein. Lee, hallo. Sag mal, kriegen wir von dir noch eine neue Rüstung? Ich brauche eine bessere... Was überspringen wir mal? Hier, Schwere. Gib mir die Du bist noch nicht... Nee. Dann hat sich das ja so gar nicht gelohnt. Wir machen auf jeden Fall wieder den Speed-Modus mal an. Dann kann ich es nämlich auch von mir selber rechtfertigen, dass ich diesen... Ups. Diesen Exkurs im Video jetzt lasse, obwohl er eigentlich zu nichts geführt hat. Und wir schwimmen einfach wieder zurück auf die andere Seite und setzen unsere Erkundungstour dort fort. Guck mal hier, auf der anderen Seeseite regnet es gar nicht. Das machen wir wieder aus und dann machen wir einmal den Luffy und fressen so viel Fleisch, bis wir wieder voll geheilt sind. Und dann gucken wir mal hier lang. Gibt es hier irgendwas oder irgendwen, den wir vermöbeln könnten? Jede Menge Beißer. Ich glaube... Ja, können wir echt mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Wir sind da. Ja, das heißt, der Weg jetzt... Wo wir gerade hingeschaut haben mit den Beißern, der führt ins Ork-Gebiet. Und von da aus könnten wir eigentlich dann zu Lester
Eigentlich wollte ich erstmal nach oben, aber wir können auch eigentlich so rumgehen. Das macht eigentlich nichts. Jetzt würde ich aber gerne hier nochmal gucken. Hier gibt es noch Wölfe. Oder wir machen das mit dem Orkgebiet als letztes. Das fände ich eigentlich, glaube ich, sogar sinnvoller, weil es vermutlich am schwierigsten ist. Hier ist ja alles entspannt. Was wir aber tun könnten, ist hier irgendwas in dem Turm. Das sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Wir gehen hier runter und dann können wir mal hier gegenüber von Havalorns Hütte. Da ist ja schon immer ein Weg gewesen, den ich nie lang gegangen bin, weil ich mich noch dran erinnern konnte, dass es da sowieso nicht sehr lange lang geht, bis wir auf unseren Tod treffen. Aber ich denke jetzt, ja, hier sind nur Snapper erstmal. Snapper kriegen wir hin. Gar nicht. Also ich habe gehauen, aber die Animation war gar nicht da. Aber der Schaden kam trotzdem. Das ist dann auch kein Thema, wenn die Animation nicht da ist, solange der Schaden kommt. Ein Eisblock. Ich weiß, wir müssen uns nicht unbedingt heilen, aber ich will echt das blöde Fleisch jetzt langsam mal loswerden. Eigentlich könnte ich auch einfach... Das ist wieder irgendwie mein, weiß ich nicht, mein komisches Hirn. Ich will jetzt erst das Fleisch weghaben, bevor ich anfange, Tränke zu nehmen. Obwohl es dafür wirklich überhaupt keinen sinnvollen Grund gibt. Also wirklich nicht. Keine Ahnung, warum ich da so bin manchmal. So, hier ist dann ein Lurker. Und aus irgendeinem Grund stehen hier Tränke rum. Hier ist noch eine Höhle. Ist hier irgendwas Spannendes drin? Ja, hier ist einfach gar nichts. Hier ist einfach nichts. Sehr gut. Dann können wir dem Weg hier noch weiter folgen. Ich glaube, hier ist irgendwie sowas wie eine Ork-Arena oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall sind hier Orks. Das sind Ork-Krieger. Die haben uns relativ viel Schaden gemacht. Aber wir probieren das jetzt trotzdem mal. Auch gegen beide. Ja, es ging. Aber wir müssen die dann... Also gegen zwei Orks ist schon schwierig. Wir müssen die schnell platt kriegen. Wenn wir eine Chance haben wollen. So, ja genau. Hier ist nämlich so eine Arena. Und hier sind Tränke, die wir mitnehmen. Kiste. Ah, da steht sogar eine Kiste. Ist auf der anderen Seite auch eine Kiste. Habe ich die eben. Oh ja, tatsächlich. Da ist auch eine Kiste. Da ist schon mal nichts Spannendes drin. Oh, hier ist auch eine Kiste. Auch jetzt nicht so spannend der Inhalt. Und der ehrlich gesagt auch nicht sonderlich. Naja, gut. Dann würde ich sagen. Haben wir das hier? Dann gehen wir mal ins alte Lager kurz und verkaufen noch mal ein bisschen Krempel. Nee, können wir gar nicht. Ist kein neues Kapitel. Die Leute haben wahrscheinlich alle kein Erz. Ah, lassen wir das mal. Dann gehen wir hinten durch den Wald und da oben hin und suchen nach dem nächsten Fokusstein. Hier müssen wir finden. Einen haben wir jetzt von den vieren. Insgesamt zwei von fünf.
Das heißt, nach diesem sind es nur noch zwei. Das ist einmal, ich glaube, sogar da in der Richtung. Also da oben bei dieser Burgruine müsste einer sein. Und der andere ist irgendwo hier in der Gegend. Nee, Moment, da gehen wir hin. Der andere ist dann da ungefähr. So, hier sind die Leute. Aber ich weiß gar nicht, warum ich jetzt schon wieder hier reingehe. Also es gibt eigentlich gar nichts mehr hier, was wir noch machen könnten im alten Lager. Irgendwie ist das alte Lager jetzt komplett nutzlos für uns. Wir können jetzt nochmal mit Gomez reden. Wobei ich glaube, Gomez ist unsterblich. Das heißt, wenn der uns angreift, können wir echt nur wegrennen und das bringt dann auch nichts. So, hier waren wir dann vor ein paar Folgen mal und haben hier oben Snapper verkloppt. Da ist auch keiner neu gespawnt. Könnt mal wieder speichern. Wir haben noch so 14 Minuten ungefähr. Das ist gut, weil ich glaube, dann können wir das Diego. Ich glaube, dann können wir erstmal hier lang gehen, weil hier sind Banditen. Und die können wir dann einfach mal umbringen. Und uns deren Habseligkeiten aneignen. Und wahrscheinlich dann auch mal endlich unser Fleisch komplett verbrauchen. So, einmal hier oben gucken, ob da noch jemand steht. Ich meine, da war einer. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Kann sein, dass ich mich irre und wir einfach wieder runtergehen. Ne, hier ist einer. Bring den um. Wenn die mich angreifen, kann ich da auch nichts für. Ich bin versucht, einfach hier runter zu springen, aber ich glaube, wir verrecken. Ich glaube, das überleben wir nicht. So, können wir nochmal speichern. Weil so gegen Einzelne, okay, aber wenn jetzt mehrere kommen, weiß ich noch nicht, ob wir das gut hinbekommen. Nee, wir kriegen das nicht hin. Die machen noch sehr viel Schaden. Muss ich nochmal gerade gucken, weil da jetzt noch stand, dass wir Erz gegeben haben. Nee, haben wir nicht, okay. Können wir mal gucken, ob wir die vielleicht einzeln ziehen können. Kommst du? Einzeln da rauszuholen hat natürlich auch den Vorteil, dass wir sie direkt umbringen können. Dazu ist keine Zeit, wenn wir da unten hingehen und uns gleichzeitig mit allen anlegen. Dann müssen wir erstmal alle umhauen und bis wir dann alle umgehauen haben, stehen wieder welche auf und so. Das ist alles irgendwie. Das ist alles nicht so sinnvoll. So, ich würde sagen. Wir haben jetzt 34 Fleisch, das behalten wir jetzt und ab jetzt auf der Tränke. Komm her. Komm doch. Der kommt nicht. Na toll. Ja,
So kann man eben die Pfeile ziehen, aber das bringt ja auch nichts, weil die haben unendlich. Er hat noch gesagt, wir behalten die jetzt und trinken Tränke. Was passiert, wenn ich einen von denen angreife? Renn heim zu Mutti. Nee, mach ich nicht. Ich will nur, dass du mitkommst. Müsste eigentlich gehen. Wichtig ist, dass wir ein paar ausschalten, weil die machen mit ihren Bögen halt einfach zu viel Schaden. Was man natürlich machen könnte, gerade ein, wir haben doch so Ringe zum Schutz. So, ab jetzt trinken wir Tränke. Wir ziehen mal, auch wenn das 10 Stärke sind, wir ziehen das mal aus. Das Ding macht schon Schutz vor Pfeilen. Hier haben wir nochmal Schutz vor Pfeilen und hier Schutz vor Pfeilen. Dann probieren wir mal, ob wir nicht das hat geklappt, aber ich muss schnell Tränke trinken. Das wird dir noch leid tun. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Okay. Ups. Ja. Also ein paar sind jetzt abgehauen, aber ist ja eigentlich auch egal. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Da lebt doch noch einer. Quentin gerne umbringen, aber Quentin hat jetzt sehr viel Leben. Können wir mal gucken, vielleicht kommen wir so hinter ihm her. Der hat gesessen. Gut, dann können wir ihn zumindest umbringen. Das habe ich mich auch immer gefragt, warum hat der einen Namen? Und wo ist jetzt der andere hin? Der ist doch hier runtergerannt. Keine Zeugen. Zeugen sind immer schlecht. Nein, Spaß. Ah, ist egal. Muss ich gerade nochmal da rein gucken, ob wir jetzt auch alles mitgenommen haben, was da so rumlag. Und dann können wir mal mit Diego quatschen. Ich hatte gehofft, dass das etwas schneller geht und wir noch den Fokus bekommen, aber ich glaube, das wird nichts mehr in der Folge. Wir haben jetzt noch 5 Minuten. Etwas mehr. Also wir können noch mit Diego reden, aber ich glaube, dann
endet diese Folge hier ähnlich wie die letzte, nämlich... Hä? Ach, ist der wieder hier zurückgespawnt einfach, oder was? Ja, den anderen lassen wir jetzt erstmal wegrennen. Diese elendslangen Blutspuren. So, wenn jemand wirklich so viel Blut verlieren würde. Ja, wäre einfach schon tot. Und die Leute hier verlieren einfach so viel Blut beim Wegrennen. Und auch. Für immer, theoretisch. Denen läuft einfach Liter um Liter Blut aus dem Körper. Und die rennen einfach immer weiter. So. Nee. Wir brauchen das Schwert. Und dann rennen wir einfach hinter ihm her und hauen ihn um wie Quentin. Der hat gesessen! Und dann bringen wir ihn auch einfach um. Hey, ich dachte, du wärst tot. Das eine oder andere Mal habe ich das auch gedacht. Seit unserem ersten Treffen ist einiges passiert. Ich hörte, du warst nicht ganz unbeteiligt daran, dass die große Beschwörung stattfinden konnte. Du kriegst ja anscheinend eine ganze Menge mit. Mehr als du denkst. Jetzt bist du auf Fokussuche? Ja, hier in der Gegend muss es irgendwo einen geben. Ich weiß, wo einer liegt. Es gibt da nur ein Problem. Ich verstehe. Was willst du haben? Du hast tatsächlich gelernt. Aber das meine ich nicht. Nein? Was ist dann dein Problem? Ein 3 Tonnen schweres Problem. Lass uns gehen. Du wirst es gleich verstehen. Wobei, 2,5 Minuten. Vielleicht mache ich ja einfach, also wenn's... Ja, kommt drauf an, wo wir die Folge beenden. Wir lassen Diego hier das einfach mal aufräumen. Auf der linken Seite dieser Schlucht gibt es einen Höhlengang, der zum Fokusplatz führt. Alles klar. Doch zunächst sollten wir dieses Ungetüm da drüben loswerden. Versuche, eine Schwachstelle oder irgendeine Möglichkeit zu finden, wie wir den Troll klein kriegen können. Ich lenke seine Aufmerksamkeit auf mich. Ich werde mal probieren. Also ich kann mich noch sehr gut an diesen Troll hier erinnern. Deswegen weiß ich auch noch genau, wie man den oben metzeln soll, nämlich mit dieser Rolle hier. Monster schrumpfen. Aber ich würde sagen, das können wir immer noch machen. Wir versuchen einfach mal ohne. Einfach nur so auf ihn einschlagen. Gehen einfach mal rum. Ja, ist kein Problem. Dauert ein bisschen, aber dann können wir uns das Monster schrumpfen für irgendwas anderes aufheben. Ich weiß noch nicht genau wofür. Aber. Das war fantastisch! Mann, du hast ja einiges drauf. So, jetzt hol dir den Fokus. Ich passe auf, dass keine weiteren unangenehmen Überraschungen auf uns zukommen. Ja, gut. Der müsste hier oben irgendwo sein. Gehen wir mal da hoch. Und holen uns mal den Fokus. Warum ist hier eine Wand? Wie kriegt man denn die Wand weg?
Wo ist Diego? Ach, Diego ist da hinten, okay. Ah, stimmt. Die Winde, natürlich. Die Winde scheint zu klemmen. Lass mich mal, vielleicht kann ich da was machen. So, jetzt sollte es eigentlich wieder gehen. Klar, jede Winde lässt sich reparieren, indem man einfach ein bisschen im Dreck wühlt. Wer kennt das nicht? Oh. Jetzt sind hier jede Menge Goblins. Gespawnt. Oh, ist hier fast Diego angegriffen. Ja, aber... Ja, ich denke, jetzt müsste die Wand da oben weg sein. Wir sind jetzt bei 31 Minuten, aber wisst ihr was? Ich habe schon wieder ein bisschen rumgetrödelt und ich will ja auch irgendwann mal... Wir wollen ja auch irgendwann mal fertig werden mit dem Spiel. Ich habe zwar für 100 Parts mal vorsichtshalber... Harpien, die können wir noch nicht. Die sind sehr laut. Ja, mal gucken, die Audiospur werde ich ja wahrscheinlich mal runterregeln nachher. Fokus aus der Trollschlucht. Was wollte ich sagen? Genau, ich hab ein bisschen rumgetrödelt und ich habe zwar für 100 Parts Thumbnails gemacht, vorsichtshalber. Ich will die aber ehrlich gesagt nicht alle nutzen müssen. Ja, reden wir nochmal mit Diego und dann beenden wir die Folge. Hol dir den Fokus. Ich warte hier. Ja, ich hab ihn doch. Hey, du hast den Fokus also gefunden. Sehr gut. Ich werde mal wieder die Lage im alten Lager prüfen. Viel Glück noch. Sieh zu, dass du am Leben bleibst. Wir werden uns wiedersehen. Mach's gut. Nice. So. Ungefähr 7000 Erfahrungspunkte für die nächsten 10 Lernpunkte. Ja, ich denke, am Ende der Fokussuche wird es wahrscheinlich soweit sein, gell? So, bevor ich jetzt aber noch weiterlaufe, sage ich mal Tschüss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie immer, lasst mir gerne Feedback und Tipps und alle möglichen netten und oder konstruktiven Nachrichten in den Kommentaren. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.